Willkommen zurück bei Spyro, Year of the Dragon. Und wir machen jetzt wahrscheinlich das U-Boot-Level. Oder auch nicht. Nee, es ist mehr Skateboard als U-Boot. Dann ist hier wahrscheinlich irgendwo noch so ein spezielles Level. Nein, aha. Ja, Jäger wurde gefangen genommen. Wie befreie ich ihn denn? Weil jetzt funktioniert das... Scheiße, jetzt funktioniert das Skateboard-Level auch nicht. Weil ich... Weil ich dann kein Skateboard bekomme. Das ist natürlich uncool. Ich kann hier schon mal die ganzen Diamanten sammeln, wobei ich glaube, das geht auch nicht so ganz, weil ich brauche ein Skateboard, um hier hochzukommen. Ja, das ist das Problem. In der Overworld kann ich irgendwie, kann ich ihn da irgendwo finden. Demnächst die ganzen jetzt hier so besiegen, weil die, ja, die kommen eh alle wieder. Ja, das Skateboard-Level kann ich mir abschminken. Wir können auch dieses Level nicht zu 100% abschließen. Schade. Aber wir haben hier schon eins, was wir nicht abschließen konnten, nämlich die Feuerwerksfabrik. Da brauchten wir ja diesen einen Affen. Und da jetzt auch noch dieser verkackte Jäger gefangen genommen wurde, kann ich auch dieses Skateboard-Level hier nicht machen. Das ist nicht gut. Machen wir hier mal trotzdem die Reste hier nochmal. Na komm. Ne, hier müssen wir rauf. Na toll. Das hat ja mal richtig gut geklappt. Wenn das Spiel ja so nett ist und meint so, hey, wenn du rennst, dann darfst du aber nicht, ne? Okay, es gibt noch unter Wasser, gibt es dann auch noch so einfach, welchen man rein kann. Ah, hier ist aber noch ein Bonus-Level. Kann ich hier mal tauchen? Nee. Ja, raus da. Wir geben mir hier aber mal das Bonus-Level rein. Früher bin ich hier öfter getaucht, aber seit die U-Boote patrouillieren, kann ich nichts mehr abstauben. Kannst du dieses U-Boot steuern, das ich zum Verschrotten gekauft habe? Ja. Also gut. Drück Sprung, um schneller zu werden. Wenn du ein U-Boot siehst, fängt der Torpedo an, es anzuvisieren. Sobald es erfasst ist, kannst du mit Angriff darauf feuern. Ja, sollte eigentlich möglich sein. Aha, ich muss also das Spyro wirklich hundertprozentig rein, weil... Das ist das Anvisieren.
Muss das grün sein? Muss es grün sein oder muss es, darf es nicht grün sein? Muss es rot sein? Ich verstehe das nicht teilweise. Ist anvisieren. Wahrscheinlich muss es wirklich alles rot sein. Ja, und dann hört man so diesen Sound, diesen Klink. Dieses Kling. Und dann weißt du, okay. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Dieses Ei als Belohnung. So, aber das war jetzt wahrscheinlich U-Boot 1, ne? Es gibt ja aber noch U-Boot versenken 2. Kann ich das hier auch machen? Ich bitte dich ja nur ungern schon wieder um Hilfe. Aber da kommen noch mehr U-Boote aus dem Nichts. Wenn du sie ausschaltest, kann ich wieder im Säuresee schwimmen. Ich würde auch gerne im Säuresee schwimmen können. Ohne dabei sterben und Power-Ups nutzen zu müssen. Verflixt, hüpf rein, kleiner Drache. Ja, ist es auch Zeit diesmal? Weil ich meine, das ist das erste Mal ist ja eigentlich ganz easy gewesen. Nehmen wir keine Zeit, jetzt sind es 7. Das ist eigentlich super easy, ne? Wenn du weißt, wie das mit den Anvisieren funktioniert, dann ist es eigentlich super einfach. Ja. Also da wundert es mich schon, dass sie das nicht mit Zeit gemacht haben jetzt. Ich glaube, die wehren sich aber teilweise, ne? Hä? Ist er jetzt tot oder was ist mit dem? Ich glaube, der... Okay. Ja, hier sein, dann dass du da ein U-Boot ist. Teilweise muss man die Zäumer treffen, das ist... die sind schnell. Okay, der ist doch ein bisschen gemeiner hier gerade. Ah, ich weiß wieder. Säuresee wieder sicher. Ich würde dich gerne besser belohnen, aber alles, was ich habe, ist ein weiteres Ei. Vielleicht ist der Inhalt ja besser als beim letzten Mal.
Nö, ein Ei geht schon. Geht schon klar. Ja, jetzt kann ich hier noch ein bisschen Diamanten sammeln. Skate-Rennen gegen Rinoxe. Ja, das ist das Problem. Ich denke mal, dass wir die letzten beiden Eier. Die letzten beiden Eier Skate. Ja, Skate-Sachen sind. Und dementsprechend. Nicht machen können momentan. Oh, lustig zu wissen, was passiert. Oh shit, ich muss noch einmal mit Nubo rein. War lustig zu wissen, was passiert, wenn man die Zeit auslaufen lässt. Und dann verreckt man wahrscheinlich sofort, ne? So, oben muss ich jetzt hin, also den obrigen Bereich nochmal machen. Da sind ja 100%ig auch welche. Erstmal diesen äußeren Ring. Das ist gemein. Wenn man sprintet. Ja, ich weiß, Spark will, dass ich noch unten da dieses eine Ding da kaputt mache, aber das mache ich gleich erst. Ich versuche mal jetzt hier nochmal das U-Boot ranzukommen irgendwie. Müsste nicht. Du kannst das U-Boot auch zum Spaß. Ah, okay. Okay. Ubi. Nur einfach zum Spaß. Hey. Wollte schon sagen, ich wüsste nicht, warum es eigentlich nicht gehen sollte, aber gut, das scheint gut zu funktionieren. So, ich hoffe, das sind wirklich die letzten. Ich gucke nochmal. Ob ich hier oben im Ring irgendwie noch was vergessen habe, aber ich glaube nicht. Ganz gut jetzt mit dem U-Boot das nochmal nachzuforschen, ob man noch irgendwelche Diamanten hier oben oder im Tunnel vergessen hat. Das sieht nicht danach aus. Hier unten sieht es auch nicht danach aus. Hier vielleicht in der Ecke so. In dem Tunnel. Dann vielleicht noch oben in der Mitte, aber da kann man ja, oder ganz oben. Nee, scheinbar auch nicht. Dann gehen wir nochmal hier. In der Mitte. Jetzt wundert mich eigentlich schon, warum die hier nicht was platziert haben, aber haben sie scheinbar nicht gemacht. So, ja, das ist die einzigen, die sind da noch unten. Ist das Spark irgendwie nach da noch? Ja, der will, glaube ich, raus. Oder? Ja. Nee, will er nicht. Sand, irgendwie will er nicht raus. Weil er der Meinung ist, hier wäre noch irgendwas.
Oh. Ganz komisch, ist irgendwie kann ich da noch, ist da noch irgendwas in der Wand drin, aber ich wüsste nicht, wo das sein sollte. Weil dieser Spark jetzt hier so lang und hier dreht er wieder um und sagt, nö, nach da. Entweder ist das ein Fehler oder ich guck noch mal hier nach. Irgendwelche Wände kaputt schießen kann. Kann ja sein, dass hier irgendwelche Risse noch in der Wand sind oder so. Nö, aber ist nicht. Ich meine den Spark, der jetzt gesehen zu haben noch. Mal kurz raus aus dem Teil hier. Dann guck ich mal. Hier will aber auch nicht mehr rein. Ah, okay, es war ein Fehler. Okay, nee, ich glaube, das war ein Fehler. Jetzt will er nämlich gar nicht mehr hier. Jetzt will er nämlich komplett immer nur raus. Dann war das wirklich ein Fehler in der Matrix oder so. Ups. Ja, da oben. Ah ja, genau, da wollte ich immer der Kanone, ne? Ja, hier wollte ich das machen. Nicht getroffen. Das war getroffen. Dann haben wir die Diamanten auch. Alle werden wir sowieso nicht bekommen. Wir irgendwie noch Jäger wieder befreien müssen. Dann gibt es ja glaube ich noch irgendwo einen riesen See, da ist ja auch nochmal was drin. Searchen wir mal hier vielleicht. Könnte sogar sein.
Oder hier? Ja, genau hier war das doch auch. Da hat er doch auch voll Bock drauf, den See. Ja, hier ist noch was drin. Auf da! Quatsch. So, hast du jetzt immer noch Bock auf den See? Nee, jetzt hast du keinen Bock mehr auf den See. Ja, perfekt. So, auf was hast du jetzt Bock? Irgendwo da hinten noch. Ja, ich glaube, der pointet, glaube ich, auf das Bonus-Level, oder? Wenn ich jetzt hier so in diese Richtung gucke und auf die Map starre, dann zielt das sehr auf den Eingang vom Bonus-Level. Wo wir ja noch, da pointet ich so gerade hin, wo wir ja erst noch Jäger befreien müssen. Es sieht ganz stark danach aus. Wahrscheinlich haben wir hier noch ein paar Diamanten irgendwo liegen gelassen. Es gibt doch irgendwo noch eine Stelle, wo man untertauchen kann. Ich glaube, die war sogar da hinten. Oder war das eine Stelle, wo man untertauchen konnte? Oder waren wir da? Wie habe ich jetzt irgendwie gedacht? Achso, nee, da waren wir ja schon. Nee, die ist da hinten. Die ist irgendwie... Da will ich mal gucken, ob man da irgendwie ganz zügig hinkommen könnte, noch mit so einem Schutzschild. Nee, war hier. Ah nee, das war aber die Höhle. Nee, hier ist irgendwie... Ach so. Ja, da hinten. Und da kommt man irgendwie nur von da hinten rein. Problem ist natürlich... Da musst du so einen langen Weg gehen, dass du da gar nicht... Ne? Ja, dann würde ich jetzt mal sagen... Den Rest... Ups. Den müssen wir wohl... Es regnet. Den müssen wir wohl machen, wenn wir Jäger befreit haben. Wo auch immer wir den befreien können. Das ist natürlich jetzt doof. Also wir brauchen einmal den Affen für die Feuerwerksfabrik und wir brauchen einmal Jäger für dieses Skateboard-Challenge. Und ich denke mal, dass wir da zwei Eier auch bekommen könnten, eventuell. Ja. Mal sehen, wo wir die beiden... Also ich denke mal, hier ihn hier wahrscheinlich wieder in der nächsten Overworld. Ich denke mal, da kommt noch eine. Aber Jäger ist schwierig. Eventuell auch in der nächsten Overworld. Ich weiß nicht, wo er da in diese Truhe gefallen ist. In welcher Overworld das war. Das ist schwierig zu analysieren. Chips dabei? Die Sache tut mir leid, aber ich wollte dich warnen. Ich musste mit Sparrow die Eier retten. Ach, du verstehst es nicht. Wenn wir nicht bald Drachen in diese Welt zurückholen, ist unsere Magie verloren. Hier lebten früher Drachen? Ja, das war früher ihre Heimat. Aber vor langer Zeit verbannte die Zauberin sie auf die andere Seite der Welt. Sie wusste nicht, dass die Drachen die Quelle unserer Magie sind.
Ich könnte die Drachen bitten, zurückzukommen, wenn du mich freilässt. Tut mir leid. Ich kann nicht. Interessante Wendung. Wir müssen ihn gar nicht aus einer Schatztruhe befreien, weil er irgendwie so eine Falle einfach war. Sondern er wurde wirklich gekidnappt und sie wird da auch langsam ein bisschen freundlicher, die eine blöde Handlangerin der Königin. Ein bisschen Lore, ein bisschen Story-Lore ist ja auch drin, so von wegen, ja, die Königin hat damals Drachen verbannt und sie wusste nicht, dass die Drachen die Magie hier in diese Welt gebracht haben und hier halten. Deswegen nehmen die Drachen jetzt in einer anderen Welt, ne, die man da so wahrscheinlich aus Spyro the Dragon da kennt. Und eigentlich haben sie vorher hier gelebt. Okay, schöne Wendung. Aber gut, wir werden weitermachen beim nächsten Mal. Dann hier noch ein paar restliche Level ansehen wahrscheinlich. Ich denke mal, dass wir den guten alten Jäger erstmal hier nicht finden werden, weil er irgendwo ist, was nicht gerade nach hier aussieht. Den denke ich mal, werden wir ihn wahrscheinlich irgendwie in der nächsten Overworld finden vielleicht oder auch nicht. Und den Affen müssen wir auch noch finden. Okay, das wird interessant. Schauen wir mal weiter. Am nächsten Mal, da gibt es immer noch mal eine andere Welt. Level mal nicht. Level-Welt. Whatever. Hier. Eigentlich gibt es noch welche hier. Müssen wir nochmal umsehen. Ja doch, hier und da eine Strecke und noch ein normales. Und dann. Ja, aber dann kommt das sogar mit der Anzahl. Wobei, na, nicht ganz. Muss man mal sehen. Und zumindest bis zum nächsten Mal. Mal rein. Tschüss.